So, dann kommt hier der Boden wieder hin. Nein, kommt er nicht. Weil hier eher Löcher sind. Hier bleibt es dann gleich. Spitzhack ist auch was kaputt. Oh nee, oder? Oh, geil. Oh, geil. Also 3 zu wenig, 5 zu viel. Also mache ich 4. Ach, Mann. So. Jetzt dann kommt da rein. Und dann passt das. Dann mache ich jetzt die Bilder. Drei. Eins, zwei, drei. Lichtbildschirm ausschalten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs brauche ich aber mindestens. Tja. Machen wir uns mal eine Menge. Okay. So, hier war auch, glaube ich, sonst nichts, oder? Dann einfach dicht machen. Also alles Kommando 1 zurück. Oh. So. Ich hätte mir noch Stein mitnehmen sollen, verdammt. Zurück. Das passt. Dann hier ist das hier Stein. Weiß ich gerade nicht. Ich glaube, hier habe ich. Das kommt auch noch weg, oder? Ich glaube schon. Und dann haben wir hier den Stein. Ich hätte mir noch Stein mitnehmen sollen. Wisst ihr was? Ich mache da mal eben einfach nochmal schnell auf und hole mir den Stein. Tauschen wir aus. Nein, nicht da. Da. So, hier und boah. Moment mal. Doch, doch, ist richtig. Ich habe nur das hier noch vergessen. So, das ist tatsächlich nur eins breit. Jetzt kann ich auch die Gemälde hinsetzen, hin tun. Perfekt. So, dann haben wir hier, hier geht es wieder eins runter. Mauer. Und 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hier also Mauer. Jetzt haben wir da aber ein Gemälde. Ja. Dann bleibt es hier noch gleich. Mauer. Und hier ist auch die Mauer gleich. Jetzt haben wir hier auch wieder ein Gemälde. Kein solches dieses Mal, ein normales. So, und das nächste ist dann hier eins höher. Also hier Wand. Und hier Fass. Und hier aber wieder Wand.
dann eins runter. Und bleibt aber hier gleich. So, dann geht es hier nochmal eins runter. Perfekt. Und hat zwei frei. Dann kommt Loch. Spitzhacke gibt langsam den Geist auf. Nicht sehr gut. Ach, warte mal. Das muss ja auch hier so sein. Moment mal. Hier sind es zwei. Oh. Oh. Ich habe das irgendwie falsch gemacht. Hier müssten es drei sein. Sind es drei? Aber hier schon wieder zwei. Und hier auch. Und dann geht es hier eins niedriger. Und dann hier. So. So muss das sein. Jetzt ist es auch korrekt. Dann haben wir hier ein Bild. Das ab hier hängt. Irgendwo. Jetzt. Gut, dann hier gleich. Okay, ich habe keine Ahnung, wieso da zweimal Bruchstein drin war. Und das haben wir hier. Ach nee. Vorhin hatten wir doch 5 und da ist auch das weggegangen. Und jetzt haben wir 4 und das gleiche geht nochmal weg. Malix, 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 du machst mir Probleme. Was, ich lasse das jetzt offen und hole mir gleich noch mal ein bisschen Stein. Die werde ich nämlich brauchen. So. Und den Gang lasse ich jetzt vorerst offen, denn sobald dann die Spitzhacke den Geist aufgibt, können wir da gleich noch mal durchgehen. So, jetzt würde ich gerne mal wissen. Okay, nochmal durchgehen. Also, das waren jetzt 1, 2, 3, 4 frei. 1, 2, 3, 4 frei und dann Stein. Unter dem Stein ist das. Hier ist auch 1, 2, 3, 4 frei. 5 frei aber und dann das. Hier geht's rein. Das haben wir 2. Dann haben wir einmal den Stein mit nichts, einen Stein mit Bild. Und dann haben wir hier plötzlich 1, 2, 3, genau. Dann geht es aber weiter auf 1, 2. Und nochmal 1, 2. 1, 2. Da geht es 1 runter. Haben wir 4. Ich hatte vorhin falsch gegraben, glaube ich. Dass ich bei 5 schon nur dahin gekommen bin. Ich hätte eigentlich noch weiter müssen. Oder vielleicht wäre ich noch weiter gekommen, aber bin es nicht, weil ich hier aufgegraben hatte. Oh Mann, da habe ich nicht nachgedacht. Aber ich glaube, ich hatte das hier schon falsch gegraben, oder? Ich könnte tatsächlich noch eins zurückgehen. Dann bleibt es doch bei 3. Dann hatte ich mich bei 3 vergraben. 1, 2, 3. Also, Kommando zurück. Alles um 1 nochmal. Nur weil ich mich vergraben habe, muss ich jetzt alles doppelt und dreifach machen. Das beim ersten Mal. So, dann 1, 2, 3, 4 Stein. Mauer. Dann 1, 2, 3, 4, 5.
Mauer mit Ding. Dann geht's hier rein. Aber nur zwei. Und dann haben wir hier immer noch zwei, aber mit einem Stein. So, da ist nichts. Dann haben wir hier wieder Stein. Mit zwei. Und da ist dann aber das Bild. Dann geht es eins tiefer. Da haben wir dann 1, 2, 3 mit Bild. Jetzt kann ich das Bild wieder aufhängen. Ich hoffe, es passt jetzt dann, ansonsten habe ich echt ein Problem. Und ich hoffe, dieses Bild geht endlich mal hin. Ah, jetzt. Dann eins höher. Mit 1, 2 und Bild. Genau. Dann bleibt es auf der Höhe, aber hier ist ein Fass. Und hier ist einfach nur eine Mauer. Das bis jetzt passt doch, oder? Ja, ich glaube schon. Hier bleibt es dann wieder auf der Höhe. Mit 1, 2 und Mauer. Dann geht es eins niedriger. Server wurde gespeichert. Wie oft denn schon? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Seit 2 Stunden nehme ich schon auf. Interessant. So. Hier, dann 1, 2. 1, 2. Und dann zack. Hier. Und hier Mauer. Und das ist jetzt das Bild, dass ich noch mal hinkriegen kann. Nee. War wohl bloß Zufall. Ich habe nämlich vorhin auf den Rand geklickt und hatte dann... Ah, ich habe das Bild schon. Und hatte dann geglaubt, dass dadurch das Bild gekommen ist. Aber nein. So, dann... Hier. Und da. Und hier dann eigentlich die Mauer, aber... Die Spitzhacke geht noch. Hier haben wir jetzt einen roten Kristall. Und bis zur Mauer. Oh, scheiße. Sind 1, 2, 3. Oh, knapp wird das. Das ist richtig knapp. Verdammt knapp wird das. Oh, nein, 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 jetzt ist die Spitzhacke fast kaputt. Okay, das ist dann zu knapp. So, dann kommt das hier weg. Das war's, glaube ich, auch. So, hauen wir das Zeug mal rein. Ich habe schon gar keinen Platz mehr dafür. Seht ihr das? Ich habe keinen Platz mehr. Dann muss ich ein bisschen Redstone loswerden. Mal nachsehen. Jetzt einfach mal alles zusammenhauen. So viel Redstone hat da gar keinen Platz mehr. Nein, hat es nicht. Ich könnte höchstens noch so machen. Naja, es ist sowieso zu viel Redstone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, glaube ich. 2, 3, 4, 5, 6. Ja, okay, dann halt 6. Egal. So.
So, Knochenmehl. Hat sich, glaube ich, auch so gemacht, oder? Der Trank der Heilung, der gilt als Trenner. Für das, was ich dauernd brauche und für das, was ich nur selten brauche. So, dann nehme ich jetzt einfach mal den Redstone hier mit. Nein, das war zu weit. Tut mir leid. Ich wollte dich nicht qualvoll sterben lassen. Ich wollte dich nur töten. Wir sind schon Level 7. Was? Habt ihr das gehört? Ich habe irgendwie oder so gemacht. Level 17 sind wir schon. Wie hab ich das gemacht? Anscheinend hatte da gerade meine Zunge oder so gestottert, dass ich das irgendwie oder gewackelt, keine Ahnung. Was war das? Lalalala, irgendwie so oder war das? Richtig geil. Ihr kennt doch alle bei League of Legends, also zumindest die von euch, die LOL spielen oder ähnliche Spiele, ihr kennt doch alle diese Hater oder Griefer, Troller, Feeder, diese ganzen Typen da. Die ganz schlimm sind meistens die, die richtig ausflippen, flamen ohne Ende, beleidigen alles in Caps Lock, also mit großen Buchstaben. Wenn du auch nur ein Wort dagegen sagst, dann fangen sie es Feeden an. Das sind die Schlimmsten. Ich frage mich, warum das so selten ist, aber ich habe tatsächlich das komplette Gegenstück gefunden. Das, was all diese Flamer böse sind, war der gut. Das war unglaublich. Wirklich unglaublich war das. So, du gehst jetzt einmal raus. Nicht meckern. Der hatte Jax gespielt, also ein Ranked Game tatsächlich. Er hat Jax gespielt und hat top gegen Garen gekämpft. In dieser Juggernaut-Meta. Gegen Garen. Nach etwa 3 Minuten First Blood. Und... Nee, nicht mal. Nein, das war ein anderes Spiel mit dem First Blood. Das war auch so ein netter Spieler. Ich muss sagen, diese Spieler... Ich habe in den 3 Jahren... Oder... Nein, warte mal. Ich spiele jetzt seit 5 Jahren League of Legends. Fast. Mit einem Jahr Pause, also ein Jahr gespielt, dann ein Jahr Pause und dann mit den Let's Plays jetzt wieder 3 Jahre. Ungefähr. Habe ich diese Art Spieler erst 2-mal gesehen und beides Mal in den letzten paar Monaten. Und der erste davon, der hat mich tatsächlich, das war unglaublich, das war eben dieser Jax. Der hatte nach 30 Minuten immer noch 0-0-0. Das mit dem First Platz nach 3 Minuten, das war eine... Was war das? Eine LeBlanc war das. Kann ich nachher auch noch erzählen. Auf jeden Fall dieser Jax. Der Garen konnte nicht ran. Der Jax hat ihn permanent low gehalten. Und er konnte nicht ran. Der Garen hatte keine Chance gegen diesen Jax. Der Jax hat gefarmt. Und war einfach OP. Gut. 0-0-0, aber, und der Garen auch 0-0-0, aber der Garen konnte keine Minions töten. Und der Jax hat alle Minions bekommen. Also es war ein richtiger Pro-Gamer. Und nach etwa 5 Minuten Spielen hatte der Garen gesagt, oh, er hat keine Lust mehr und er schafft es eh nicht. Und dann hat der Garen angefangen, der Jax angefangen mit ihm zu reden und so. Hey Friend, come I let you farm und so. Und dann ist der Garen hingegangen. Ja, das ist doch nur ein Trick und so. Und Jax, nein, ich mein's ernst. Du kannst ein bisschen farmen, lass uns Freunde sein. Dann hat der Jax tatsächlich, also der hat die Outdoor-Tags ausgemacht, hat sich neben den Garen gestellt und hat ihn farmen lassen. Und der Garen hat ihn auch nicht angegriffen. Und dann waren die da top, haben gegenseitig gefarmt und haben im alle Chat miteinander geredet. Und, naja, und dann ich war Nocturne Jungler, war ich, glaube ich. Und dann dachte ich mir, ja, 20 Minuten, die quatschen da so, aber ich glaube,
jetzt könnten wir mal mit dem Spielen anfangen und ganken wir mal top. Dann bin ich zu dem hingegangen, hatte Ult bereit. Und der Jax dann, run, Garen, run, they gank you. Das war so geil. Der hat ihn echt gewarnt. Und der Garen ist dann gerannt, natürlich. Naja, ich habe ihn nicht angegriffen. Ich meine, wenn die schon so befreundet sind und ich muss dazu auch sagen, mein Team war am Gewinnen. Also ich war selber als Jungler war ich, glaube ich, war schon 3-1-5 oder so. Also wir anderen 8, also 4-4 haben uns ein normales Spiel geliefert. Nur die beiden Top halt nicht. Die waren irgendwie, das war irgendwie ein 4 gegen 4 und die anderen beiden haben sich top amüsiert, so ungefähr. Und dann ist irgendwann, ich weiß nicht mehr, wer Mitte war, aber irgendwann ist dann halt mal die Mitte hingegangen und wollte die Top ganken. Ah! Nein! Scheiß Creeper hier. Ich habe gerade überlegt, ob ich hinter mir vielleicht nachziehen soll. Weil ich bin ja von da gekommen, aber ich habe das nicht gesehen. Zum Glück weiß ich, wie die Bilder hier sind. Wieso habe ich 4 Bilder? Scheiße, wieso habe ich 4 Bilder? Weil ich werde das so hinhängen. Wieso habe ich 4 Bilder? Ich glaube, hier war noch irgendwo einer, oder? Oder hier? Ich glaube, hier war noch einer. Und drei hatte ich davon, hier in zwei und da in vier in der Mitte, aber ich möchte das so halten. Habe ich ein Bild mehr. Ich glaube, hier war einer. Schreibt es bitte in die Kommentare, wenn das falsch sein sollte.